für die Gefangenen. Na, schön am Eingang bleiben. Wir wollen nicht überrannt werden. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. So, was haben wir hier oben? Immerhin schön nach Fallen suchen. Kommen wir hier nach vorne kurz. Nö, hier scheint nur eine alte Höhle zu sein. Ah, das sieht doch zivilisiert aus. Was? Wie seid ihr hier reingekommen? Durch die Tür? Ihr seid sicherlich von Tazok geschickt worden. Und meine nichtswürdigen Kobolde unterließen es wohl, euch aufzuhalten. Naja, versucht haben sie schon. Wusste ich's doch, dass man ihnen nicht trauen kann. Wer Waffen trägt wie ihr, kommt sicherlich, um mich zu töten. Bei Syrik, Gott des Chaos und der Zerstörung oder so. Nicht ein Gramm Eisenerz verlässt die Mine unbeschadet und ich soll dennoch hingerichtet werden? Dafür soll mein Kopf nicht rollen. Okay, also er hält uns wohl für jemanden, der wir nicht sind. Niemand hat uns geschickt, aber euer Kopf ist dennoch in Gefahr. Gesteht euren Verrat und wir werden vielleicht Gnade auf euer Recht gehen lassen. Ihr seid nicht von Tazok geschickt? Dann müsst ihr sterben. Zur Hilfe, meine Ergebenen. Hilfe. Nein. Das kann nicht gut enden. Also sie muss unbedingt weg da. Minz daran. Die müssen ganz schnell sterben. Nicht gut. Ja, zu Recht hast du ein gutes Gefühl. Und sie ist wieder tot. Das kann doch nicht angehen. Also machen wir erstmal weiter. Ich ergebe mich euch. Wollte meine Unterwerfung annehmen. Geschieht euch recht. Erzählt uns, was sich hier zugetragen hat. Dann schenken wir vielleicht das Leben. Ich danke euch für eure Gnade. Dort in der Kiste sind alle meine Briefe. Nehmt sie und lasst mich in Frieden. Ich werde euch nicht mehr in die Quere kommen. Ihr Narren, ich lasse nicht zu, dass ihr mich auch nur eine Sache beraubt. Ergebene, kommt herbei und tötet die Eindringlinge. Okay. Also wir hätten ihn nicht gehen lassen sollen. Das schaffen wir niemals. Komm. Immerhin starb auf den Jahira-Versuch, Minsk zu heilen. Oh, weia. So, benutzen wir mal Minsk Berserker gut. Genau. Dreimal festgehalten. Das kann nicht gut gehen. Komm schon. Ihr kriegt mich nicht. Ihr nicht. Nein. Stirb endlich, du garstiger Kleriker. Na also. Und jetzt den ganzen kleinen Vieh hier. Minsk tötet quasi im Alleingang alle hier. Also wir können ihn zwar nicht kontrollieren wegen seiner Berserkerwut, aber dafür macht er gut Schaden. Oh, ich bin wirklich nicht mit ganzem Herzen bei der Sache. Aber dass sie schon wieder gestorben ist, ärgert mich echt. Vor allem, sie stand genau da, wo die aufgetaucht sind, die Gegner. So, jetzt die Skelette. Mal gucken, was die drauf haben. Ah, der Rest ist frei. Schön. Dann gehen wir doch mal ein bisschen nach hier hinten, damit die alle angreifen können. So. Ihr werdet alle sterben!
Eine Klinge wird euch zurechtstutzen. Ja, mit Pfeilen auf Skelette schießen macht auch nicht viel Sinn, oder? Aber anscheinend schon. So, bald sind die auch tot. Hätten wir es doch überstanden, hätte ich nicht gedacht. Also, zumindest ein Teil von uns hat es überstanden. So. Was haben wir hier? Achso, noch ein Kobold. So. Schau dich mal weiter nach Fallen um. Und in der Kiste sollen Briefe sein, meinte er. Ah! Minsk hat seinen Wutanfall überwunden. Er verliert seine zusätzlichen 15 Trefferpunkte. Oh, wenn er zuvor weniger als 15 Trefferpunkte hatte, wird ihn dies das Leben kosten. Ja, gekämpft bis in den Tod. Wo sind seine Sachen? Da. Also haben wir schon zwei Tote. Oh, das ganze Zeug ist schwer. Ach ja. Der Priester kennt uns bald beim Namen, wenn das so weitergeht. Auch zu schwer. Inventar ist voll. Ah, wir werden ein paar Sachen hier lassen müssen. So, passt das soweit? Okay. Und ihre Sachen müssen wir auch noch finden. Die sind hier auch irgendwo in diesem Leichenhaufen. Aber erstmal gucken wir uns die Kiste an. Bis er sagt, Immun macht erstmal den Level ab. 5 Punkte in Schlösser öffnen und dann noch Fallen entschärfen. Bei den ganzen Fallen, die hier waren, wird die Kiste bestimmt auch gespickt sein mit Fallen. Suchen wir nochmal eine Weile. Derweil guckt er nach den Sachen von Dünner hier. Das ist das Erz, das kann ruhig weg. Oh, und hier sind noch die Sachen von dem Priester noch. Oh, schön, schön. Magische Sachen sind immer gut. Was haben wir hier? Nur ein Langschild. Morgenstern. Nee, nee. Wir suchen die Ausrüstung von Dünner hier. Oh. Komm her, es sind nur zwei Kobolde. Zack, wo ist der andere? Oh, zwei Kobolde und ein Skelett. Naja, auch nicht wirklich schlimm. Ich denke, ich werde hier alles looten müssen, sonst finde ich die... Ah, doch, da sind die Sachen, ja. Also, die Sachen sind noch nicht allzu schwer. Aber wir haben Platzmangel. Das heißt, die Kugeln lassen wir hier, die können wir eh schnell wieder kaufen. Die Schleuder... So. Ja, jetzt haben wir alles dabei. Und absolut keinen Platz mehr. Du kannst die Pfeile auch mal da reinpacken. So. Immun hat keine Pfeile gefunden. Na gut. Oh, Heiltränke. Das schaut doch gut aus. Wer hat Platz? Er hat gleich Platz. So, Heiltrank, Heiltrank, magisches Schwert, ganz viel Gold. Eine Menge Schriftrollen. Wir haben keinen Platz mehr. So, was war das? Den Brief brauchen wir noch. Die Bögen können weg. Die neuen Pfeile können auch weg. So, schon haben wir mehr Platz. Was haben wir hier? Mondklinge. Aber... Kann nicht verwendet werden von jedem außer Xan. Na gut, wir sind nicht Xan, also wird das nichts.
Okay, die Bögen müssen auch noch alle weg, sonst haben wir keinen Platz. Dann plünder du mal den Rest der Truhe. Der Tod von Malahay wird die Ängste der erschreckten Bevölkerung von Nashkel bestimmt mildern. Doch euch ist es immer noch nicht wohl. Der Halborg ist zwar vielleicht wirklich für die Probleme in der Mine verantwortlich, doch der Eisenmangel ist zu weit verbreitet, um allein seine Schuld zu sein. Seine Briefe bestätigen euren Verdacht, und obwohl sie kaum Hinweise auf das Versteck seiner Verbündeten enthalten, darf mit Sicherheit eine Verbindung zu den Räubern angenommen werden, die zurzeit die Küstenstraße unsicher machen. Ein Halborg war das also. Na gut. Gucken wir uns die Briefe jetzt mal selber an. Lassen uns nicht von dem Erzähler erzählen, was da drin steht. So, wir haben hier... Mein Diener Mullahay. Euer Fortschritt im Aufhalten der Eisenerzlieferungen lässt zu wünschen übrig. Wie dumm müsst ihr sein, wenn ihr eure Kobolden erlaubt, die Minenarbeiter zu töten? Ja, das fällt denn schon ein bisschen auf, ne? Da eure Anwesenheit nun aufgedeckt ist, solltet ihr euch vor Feinden in Acht nehmen, die den Auftrag haben, euer Tun ein Ende zu setzen. Ja, wer auch immer das geschrieben hat, kennt sich aus. Ihr habt eine sehr einfache Aufgabe, und wenn ihr ein weiteres Mal eure Eignung dafür in Frage stellt, werdet ihr eure Aufgabe entbunden. Ich werde euch die Kobolde, die ihr angefordert habt, nicht senden, da ich alle meine Truppen dazu benötige, die Eisenlieferungen in dieser Region aufzuhalten. Gleichzeitig sende ich euch mehr von dem mineralischen Gift, um das ihr gebeten habt. Solltet ihr auf irgendwelche Probleme stoßen, so sendet eine Nachricht an meine neue Kontaktperson Beregost. Sein Name ist Transig. Und er wird sich in Feldposts Wirtshaus aufhalten. Oh, Transig in Feldposts Wirtshaus. Das merken wir uns doch mal. Und der Fadenzieher heißt Tatsok. Gut zu wissen. Ein anderer Brief. Mein Diener Mullahay. Die Kobolde und das mineralische Gift, das ihr angefordert habt, sind bereits auf dem Weg zu euch. Eure Aufgabe besteht darin, jegliches Eisenerz, das die Mine verlässt, zu vergiften. Ihr dürft auf keinen Fall eure Anwesenheit bei den Minenarbeitern preisgeben, sonst werdet ihr von Soldaten der dortigen amnischen Garnison belagert. Meine Vorgesetzten, also ist Tatsok nicht der wirkliche Drahtzieher. Meine Vorgesetzten haben vor kurzem die Dienste der Söldner der Schwarzen Krallen und der Kalten Hand angeheuert. Mit der Unterstützung dieser Soldaten sollte es mir möglich sein, Eisenkarawanen, die aus Richtung Süden und Osten in die Region eindringen, zu überwältigen. Ich habe keine Lust, mich mit Eisen aus den Minen von Nashkel rumzuärgern. Also erledigt euch eure Aufgabe erfolgreich. Tatsok. Na gut. Ist hier sonst noch was?